Hallo zusammen, willkommen zum Fragsini im Dezember. Und ich will gar nicht zu viel Zeit verlieren, sondern gerade anfangen. Auch heute habe ich wieder mein Nattel dabei, damit ich da die Fragen ablesen kann. Die erste Frage ist, ob ich Weihnachtsvideos produziere. Nein, mache ich nicht. Es gibt sicher ein Video, wo ich etwas Weihnachtliches machen würde. Aber dass ich jetzt da irgendeine Reihe auf die Beine stelle, dass ich jetzt irgendwie jede Woche zu irgendeinem weihnachtlichen Thema irgendetwas zu bringen. Nein, das mache ich nicht, weil es einfach irgendwo auch nicht so ganz zu mir passt, finde ich jetzt. Dann hat mich noch jemand gefragt, wieso dass ich die Haare immer zuhabe auf den Videos. Oder in den Videos. Es ist eigentlich nicht absichtlich, dass ich die Haare sehr oft zuhabe. Ich habe es einfach gerne, weil ich finde, zunige Haare einfach praktischer im Alltag. Und mit offenen Haaren ist einfach die Haare kommen immer in den Weg, wenn man irgendwie am Schreiben ist oder irgendetwas. Und darum, ja, habe ich sie sehr gerne zu. Aber ich habe jetzt gefunden, wenn die Frage schon kommt, dann tue ich doch die Haare heute einfach mal offen tragen. Die nächste Frage ist von jemandem gekommen, der ebenfalls am Studieren ist und gefragt hat, wie dass ich mich auf wichtige Prüfungen vorbereite. Wie ihr wisst, stehe ich vor meinen Prüfungen und ja, das ist halt auch mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Und darum, ja, ich weiss nicht, ich habe nicht wirklich eine Strategie entwickelt. Bei mir ist es einfach so, ich mache immer Zusammenfassungen von den verschiedenen Themen, die drankommen und tue anhand von diesen Zusammenfassungen dann lernen. Ich mache mir auch Lernkärtchen und ja, das hat bis jetzt eigentlich immer sehr gut funktioniert. Mir kommt gerade in Sinn, wenn ihr das Video seht, sind die Prüfungen eigentlich schon durch. Ja. Also, wenn ihr das Video seht, habe ich meine Prüfungen einfach schon durch und habe einfach wieder ein halbes Jahr Ruhe von riesen Lernorgien. Eine Frage war noch von jemandem, wenn ich jeweils die Videos drehe für das nächste Mal. Das Video, das ihr jetzt seht, ist, also wenn ihr das Video seht, ich muss gerade überlegen, das wäre Samstag, 5. Dezember. Ja, 5. Dezember. Jetzt ist noch November. Ja, also in rund eineinhalb Wochen. Also das heisst, jetzt bin ich sowieso recht voraus, weil ich halt einfach Prüfungen noch vor mir habe und dann bin ich halt einfach wirklich am Voraus produzieren. Und ja, also teilweise ist es wirklich ein Tag vorher, wo ich ein Film aufnehme und dann online stelle. Und jetzt wie bei diesem Video, das habe ich jetzt halt wirklich einfach schon weit voraus müssen filmen, dass es halt auch rechtzeitig online ist und ich halt gleich noch genug Zeit habe, für zu lernen. Wie lange ich ungefähr habe an einem Video? Ja, also das Video drehen ist in der Regel nicht so eine komplizierte Geschichte. Aber was dann eher mühsam wird oder einfach Zeit beansprucht, ist das Schneiden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz aufwendige Sache. Und das denkt man teilweise auch gar nicht. Es gibt wirklich Videos, wo ich bis zu 4-5 Stunden dran sitze und Musik reinschneide, verschiedene Bilder reinpacken, ja, gewisse Effekte, dann natürlich noch schneiden selber. Es gibt sicher gewisse Sachen, die ich nicht drinnen behalte, die ich mir irgendwie verredet habe oder eben so gewisse Outtakes halt dann dabei sind. Das sind so gewisse Sachen, die ich dann halt einfach nicht drinnen werde haben. Ich bin noch recht viel so technische Sachen gefragt worden, und zwar mit was für einer Kamera, dass ich filme und was ich so für Licht brauche für meine Aufnahmen. Ich persönlich bin halt eben noch relativ am Anfang von dieser ganzen YouTube-Geschichte. Es gibt YouTuber, die haben da irgendwie x Softboxen hinter sich aufgestellt, also hinter der Kamera aufgestellt und so weiter und so fort. Ich persönlich habe genau eine Softbox, die von dieser Seite den Raum ein bisschen beleuchtet. Dann habe ich gerade neben euch quasi eine normale Nachttischlampe aufgestellt. Also nein, eigentlich ist es normal. Also doch, es ist eigentlich eine Nachttischlampe. Ich habe sie aber in der Stube auf meiner Wohnwand oben. Und dann hinter mir ist die normale Stubenbeleuchtung. Und dann, die Kamera ist unten dran in der Infobox auch verlinkt. Also ihr seht zum Beispiel meine Vlogcam, die da unten verlinkt ist. Ihr seht meine Kamera dort unten, wo ich mit der, die ich hier filme. Und auch die Softbox habe ich verlinkt. Und dann auch noch mein Stativ, auf dem die Kamera jetzt gerade steht. Von dem her, ich sage so viel M wieder. Total mühsam. Sorry. Ja, also auf jeden Fall, ihr habt alles unten in der Infobox verlinkt und ich habe auch das Schneidenprogramm, kann ich euch auch gerade sagen, welches das ist, und zwar ist es das hier. Das ist das Schneidenprogramm, das ich momentan benutze und ich bin sehr zufrieden damit und kann es eigentlich auch weiterempfehlen.
sehr viele haben gefragt, was ich für Musik höre. Ich war eigentlich ein bisschen querbeet. Ich habe jetzt irgendwie nicht einen Musikstil, wo ich muss sagen, das ist er jetzt und ich höre nur das. Eine Band, die ich eigentlich seit 13 Jahren höre, ist Calcha Candela. Die höre ich wirklich schon sehr, sehr lange und ich habe sie schon sehr, sehr oft live gesehen. Das ist einfach die Band, die mich schon so ein bisschen durch meine Teenie-Zeit begleitet hat und ja, die habe ich jetzt mitgenommen. Leider machen sie jetzt sehr kommerzielle Sachen, aber ja, das gehört auch zu ihnen. Die müssen auch Geld verdienen und dann machen wir halt gewisse Sachen, die halt ein bisschen kommerziell sind. Sonst, was ich höre, so Schweizer Musik, ja, ich bin ein riesen Blick-Fan, ich bin ein riesen Stress-Fan und ja, das, also wenn ich jetzt wirklich müsste, so Musiker nennen, dann wären es sicher die zwei. Dann hat noch jemand wissen, ob es nicht sehr komisch ist, einfach so mit einer Kamera zu reden. Jein, ich denke eigentlich immer daran, dass nachher schlussendlich irgendjemand zuschaut oder irgendjemand schaut das Film ja nachher an. Und ich stelle mir da immer so gewisse Leute vor, die das werden schauen. Ja, am Anfang war es sicher komisch, einfach so in eine Linse reinzureden. Aber inzwischen habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Nach 3 Monaten finde ich, ist das schon fast ein bisschen normal, dass ich da wöchentlich in eine Linse nicht plappere. Die nächste Frage war, ob ich meine eigenen Videos auch anschaue. Grundsätzlich ja. Also ich schaue sicher, wenn das Video fertig geschnitten ist, dann schaue ich das komplette Video noch einmal an. Schaue, hat es irgendwo Fehler, ist irgendwo ein Schnitt nicht richtig gesetzt, ist die Musik, die spinnt, ob es laut oder zu leise ist und so weiter und so fort. Das ist sicher mal das einzige Mal, wenn ich es anschaue. Dann speichere ich das. Und dann, wenn ich es geladen habe auf YouTube, also wenn es online ist, dann schaue ich es mir nochmal an. Um einfach zu schauen, wie wirkt es auf YouTube. Und mein YouTube kann ich auch über den Fernseher schalten. Und wenn es dort gut ist, dann weiss ich, hey, okay, jetzt hast du es richtig gemacht. Und weiss, was ich das nächste Mal verbessern könnte oder beibehalten. Darum, ja, ich schaue meine Videos schon 1 bis 2 Mal an. Und teilweise halt auch, wenn irgendeine Freundin oder ein Freund da ist von mir, die meine Videos mit mir zusammen anschauen wollen, dann schaue ich die halt vielleicht auch nochmal an. Aber jetzt nicht alleine, dass ich jetzt da sitze und meine eigenen Videos 20 Mal anschaue, so selbstverliebt bin ich dann doch wieder nicht. So, das war es vom Frag Simi im Dezember. Und ich habe mir etwas überlegt, weil es haben wieder, auch das Mal wieder Leute gefragt haben, wegen mich treffen. Und es hat mich sehr gefreut, eigentlich, dass die Fragen kommen, aber es ist irgendwie so ein komisches Gefühl, weil ich finde, ich will da nicht irgendwie, also ich meine, es war mehrmals irgendwie in einer Mail drin, gibt es ein Fan-Treffen. Leute, ihr seid nicht meine Fans, ihr seid einfach meine Zuschauer und ich finde das mega cool, dass ihr meine Zuschauer sind. Und ich habe mit den einen oder anderen da aussen auch schon hin und her geschrieben und habe auch schon ein bisschen etwas erfahren über die einzelnen Personen, die mir da zuschauen. Und das finde ich übrigens auch sehr spannend. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht gerade sofort Hand zurückschreibe, aber schlussendlich sind ihr nicht weniger als ich und ich bin nicht mehr als ihr. Hört auf, irgendwie ein Fan-Treffen zu sagen. Ja, nichtsdestotrotz ist der Wunsch da, dass man mit mir mal persönlich reden kann. Finde ich sehr schön. Ich möchte wirklich gerne mal wissen, wer dabei bei einem so einem Treffen. Und vor allem wird das erst im Januar sein, weil ich noch sehr viele Sachen oben habe bis Ende November und eben bis Dezember oder Ende Dezember. Und darum wird das Treffen erst irgendwann im Januar stattfinden. Dann mir doch mal schreiben, schreibt mir doch mal privat, wie wichtig das ist oder wer eigentlich alles dabei wäre, mich zu treffen. Es geht nicht darum, dass ich nachher irgendwie Autogramm gebe oder Fotos oder keine Ahnung was, sondern einfach mal mit euch plaudern, einfach mal so ein bisschen euch kennenlernen, ein bisschen austauschen und ja, das fände ich noch cool. Ich wünsche euch eine ganz schöne Adventszeit. Am Dienstag gibt es dann wieder ein Militärvideo. Ich weiss gar noch nicht, um was es dort geht. Und nächsten Samstag gibt es auch wieder ein neues Video, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin relativ am Vorproduzieren und darum kann ich gar noch nicht so genau sagen, was ich dort eigentlich geplant habe. Vielleicht habe ich bis dahin schon eine gute Idee. Und ja, also, bis gleich. Tschüss.